Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute eine kleine Reaktion meinerseits auf den Wolf, der durch den Ort bei Oldenburg, dessen Name mir jetzt gerade leider nicht spontan einfällt, durchläuft. Und das Ganze ist viral gegangen, insbesondere auf Facebook. Auf YouTube jetzt nicht ganz so sehr, weil dann haben es auf Facebook schon alle gesehen gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie das genau vonstatten gegangen ist. Aber ich verlinke euch das Ganze mal und ihr guckt euch das bitte an und ich gucke so lange in den Wald. Dann gehe ich davon aus, dass an dieser Stelle es erfolgreich angeguckt worden ist, das entsprechende Filmchen. Und dazu habe ich jetzt nun einiges zu sagen, weil es gibt bisher noch keine halbwegs brauchbare Reaktion von fachlicher Seite, um diesen Vorfall irgendwie einzuordnen. Es gibt eine, die von den Medien zitiert worden ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass die völlig falsch ist, aber vielleicht ist sie auch nur falsch zitiert worden. Vielleicht wurde auch irgendwas falsch interpretiert. Ich weiß es nicht. Aber mit dem, was da bisher gesagt worden ist, bin ich in keinster Weise, auch nur ansatzweise, einverstanden. Und eine Aussage von wegen, da hätte niemals irgendeine Gefahr für irgendwen bestanden, ist schlicht vollkommen falsch. Ja, das ist einfach Quatsch und einer Romantisierung dieses zwar an sich wirklich ganz wundervollen Tieres, gar keine Frage, sondergleichen. Das ist einfach völlig behämmert zu behaupten, da sei keine Gefahr gewesen. Dieser Wolf hat 0, überhaupt gar keinen Respekt oder Scheu irgendwie vor Menschen. Und das ist zwar noch kein aggressives Verhalten, was er da zeigt, um das mal zusammenzufassen, aber es ist auch tatsächlich die letzte Stufe vor aggressivem Verhalten. Wenn man da nicht sagen kann, dass das potenziell gefährlich ist, dann ist Gefahr nur dann gegeben, in dem Moment, wo ein Wolf auch schon irgendjemanden gebissen hat. Also wo sonst willst du bitteschön den Punkt festmachen, wo eine Gefährdung durch Wolf gewesen ist? Also das ist wirklich ein hanebüchender Blödsinn und deswegen hat mich das jetzt eben zu dieser Reaktion auf dieses Video dann doch ein bisschen getriggert, weil das ist gefährlich da. Ja, das ist definitiv eine gefährliche Situation. Der Mann, der Vater, der Handyfilmer verhält sich aber vollkommen richtig. 100%. Ja, also großes Lob an dieser Stelle. Das hätte man wirklich nicht besser machen können. Insbesondere nicht bei der Kurzfristigkeit und der Überraschung und der Unwahrscheinlichkeit auch dieser Situation, die da eingetreten ist. So, erstens. Was hat denn der Vater so alles richtig gemacht? Also, ich weiß zwar nicht, was genau die Umstände sind, dass er da das Handy draufhalten konnte auf die Sache. Vielleicht hat er es schon gerade in der Hand gehabt und musste dann nur noch schnell, ich kenne mich ehrlich gesagt, ich habe zwar ein Smartphone, aber das hat einen Haufen Funktionen, von denen ich nichts weiß. Und mit dem Ding filmen tue ich so gut wie nie. Ich habe ja sonstige Filmequipment. Daher, ich brauche eine Weile, bis ich rausgefunden habe, wo ich eigentlich die Kamera-App habe und bis ich da sowas zum Laufen bringe. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das da schneller hinkriegen. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls war er geistesgegenwärtig genug, das aufzunehmen. Das ist auch gut so, weil allein schon aus wissenschaftlichem Interesse sind solche Begegnungen, wenn sie dann eben in brauchbarer Qualität aufgenommen werden, wirklich extrem wertvoll. Auch für die Forschung, ne? Und auch sonst generell zur Meinungsbildung, um die Diskussion um den Wolf in der Gesellschaft weiterzubringen. Ja? Es ist ja eine berechtigte Diskussion. Es ist eine erbitterte, aber sie ist berechtigt. Es ist ja nicht so, dass das kein Thema ist, über das man nicht reden sollte. Von daher finde ich das alles super. So, und was hat er jetzt alles sonst noch so richtig gemacht? Richtig machen Nummer 1, ruhig bleiben. Hervorragend, genau richtig reagiert. Das exakt muss man machen, wenn man einem Wolf begegnet, der schon so nah ist und offensichtlich auch noch näher kommt. Ja, das Einzige, was man noch hätte tun können, wäre in dieser Situation aber wahrscheinlich ziemlich sinnlos gewesen, zum Beispiel irgendeinen Knüppel aufheben. Jetzt gibt es da aber keinen Knüppel. Also keine Chance. Wenn man einen Rucksack auf hat, vielleicht möglicherweise noch den Rucksack abnehmen, um den Rucksack quasi als Schild, ne, so in dem Stil nutzen zu können, um da einfach was zu haben, womit man vielleicht eventuell einen Wolfkiefer davon abhalten kann, hier zu landen. Ja? Wenn man da geistesgegenwärtig genug ist, wäre ich nicht gewesen. Ganz klar, wäre ich nicht gewesen. Ja? Daher
Mal abgesehen von, sofern man überhaupt dazu in der Lage ist, mögliche Gegenabwehrmaßnahmen vorzubereiten, ist ansonsten ruhig bleiben und nicht in Panik geraten, die ideale, ideale Reaktion. Ja, wirklich besser geht nicht. Raubtiere kennen Panik von ihren Beutetieren. Das kennen sie sehr gut. Das kriegen sie jedes Mal mit, wenn sie gerade was töten. Und das tun sie häufig. Und daher ist Panik typisches Beuteverhalten. Und die meisten Wolfsunfälle, die eben darauf basieren, dass der Wolf irrtümlich meint, man sei Beute, kommen genau so zustande, dass man sich wie Beute verhält, wegläuft, in Panik gerät und solche Sachen. Zusammen damit ist ebenfalls auf Platz 1, das ist mindestens genauso wichtig, bloß nicht wegrennen versuchen. Wir kriegen mit, der Wolf da ist noch mit ein Drittel Geschwindigkeit unterwegs, was der kann, kann man von ausgehen, und schon flott genug. Ja, der holt jeden. Der holt auch den Usain Bolt holt er auch ein, sage ich bei jeder Gelegenheit, wenn es darum geht, vor Raubtieren wegrennen zu wollen. Keine Chance. Wir mit unseren zwei Storchseln da, wir sind zwar gute Ausdauerläufer, das können wir auch im Vergleich mit anderen Tieren, da müssen wir uns nicht schämen, das können wir wirklich sehr, sehr gut. Es gibt wenig Tiere, die so lange bzw. in so wenig Zeit so große Strecken durch die Gegend rennen können wie wir. Also ich nicht, aber manche von uns können das. Also theoretisch wäre Homo sapiens rein von der Physiologie her dazu in der Lage. Aber jedes, fast jedes vierbeinige Tier, mit ganz wenigen Ausnahmen, Faultier, Igel, sowas in der Richtung, Schildkröte, ist schneller als wir. Ja. Bis auf genannte Ausnahmen und noch ein paar mehr. Also vom Wolf wegrennen, keine Chance. Der ist bis 65, also so ein deutscher Wolf sagt man 60 km/h, 65 will man auch schon gemessen haben. Es gibt auch welche weltweit, die angeblich 75 rennen und keine Chance. Ja, also vergiss es. So, also super, nicht weggerannt und dann kommt das Nächste. Während der Mann noch dabei ist, zu realisieren, was hier eigentlich gerade passiert, Handy draufhalten oder nicht, das musste erst mal hinkriegen, zu kapieren, dass das jetzt tatsächlich kein herrenloses Hündchen ist, was da über die Straße rennt, sondern tatsächlich ein Wolf. Und er dann auch korrekt sagt und auch seiner Tochter keinen Schwachsinn erzählt. Das finde ich auch immer wichtig, dass man Kinder zwar kindgerecht die Situation beschreibt, aber auch nicht Blödsinn erzählt von wegen, ach, das ist nur, oder wird seinem Herrchen weggelaufen sein oder oh, da hinten kommt es bestimmt gleich das Herrchen oder irgendeinen Blödsinn zu erzählen, damit das Kind sich ja nicht aufregt. Nein, er ist so fair und so ehrlich und das ist ja genau richtig und funktioniert in dieser Situation ja auch ganz wunderbar. Die Tochter reagiert auch, wie man es von einem Mädchen dieser ungefähren Größe und Alter erwarten darf, mit cool und nachdem er ihr klar macht, er glaubt, das ist ein Wolf. Und das finde ich auch wirklich super. Kind nicht im Unklaren lassen, sagen, was Sache ist, sagen, was Situation ist. Ruhig auch sagen, ohne Panik, ja, sonst kriegt das Kind ja auch gleich Panik. Also wirklich ganz hervorragend. Ja, daraufhin sie eben cool und Vater völlig korrekt, völlig richtig. Ganz egal, was danach dann an Diskussionen im Internet noch so los gewesen ist, wo irgendwelche Leute versuchen, dem Mädchen mehr Cleverness als dem Vater zu unterstellen, weil der nicht auch sofort mit cool reagiert, sondern genau richtig reagiert. Nein, das ist nicht cool. Also Kind vorsichtig, freundlich darauf hinweisen, dass diese Situation nicht normal ist. Ja? Finde ich auch ganz, ganz wunderbar gelöst. Wirklich, wirklich wunderbar gelöst. Ihr sagen, dass sie da bleiben soll, dass sie herkommen soll, dass sie in seiner Nähe entsprechend sich aufhalten soll. Und an dem Zeitpunkt ist der Wolf im Grunde auch schon vorbei. Und die Chance, dass er dann nochmal umdreht und dann doch nochmal aggressiv zu werden, ist tatsächlich dann sehr gering. Nicht existent. Ja? Das kann schon sein. Man weiß einfach nie bei solchen verhaltensauffälligen Tieren, die in keinster Weise sich so benehmen, wie ein entsprechender Wolf sich benehmen sollte, kann man niemals wissen, was die noch so vorhaben. Ja? Und damit sind wir dann auch bei der Situationsanalyse im Sinne von, was macht der Wolf da und ist das normal? Vater, also 5 von 5 Hüten, wirklich tipptopp reagiert. Ganz, ganz großartig. Also da kann man stolz drauf sein. Also wirklich, ich wäre stolz, wenn mir sowas passiert wäre und ich da so souverän reagiert hätte.
Ein Wolf, der durch eine Stadt rennt. Das haben wir inzwischen schon mehrfach gesehen. Das ist auch inzwischen vom wissenschaftlichen Monitoring her so, dass wir inzwischen sagen müssen, anders als man zum Beispiel noch 2010 zum Thema Wolf in Deutschland gesagt hat, dass der natürlicherweise sehr, sehr scheu ist und den Menschen meidet. Ja, das konnte man von jedem selbsternannten und auch tatsächlichen Wolfsexperten hören. Im Regelfall ist der Wolf sehr scheu und meidet den Menschen. Das ist auch heute streng genommen immer noch so, aber es häufen sich wirklich massiv die Ausnahmen und Videos, in denen man das genaue Gegenteil beobachten kann, wachsen nicht wie Pilze aus dem Boden, aber gibt es immer mehr. Das ist naturgemäß so, weil es immer mehr Wölfe gibt, die immer mehr neue Reviere suchen, immer mehr jetzt auch in Regionen, in denen sie vorher nicht gewesen sind, weil sie weniger optimal sind, denn die optimalsten der optimalsten Plätze. Die sind jetzt langsam mal besetzt, die wurden dann schon von den Kollegen gefunden und wer jetzt noch nach neuen Plätzen sucht, mit guter Wildstruktur, mit viel möglicher Beute, mit schönen Versteckmöglichkeiten, mit Möglichkeiten zum Anlegen von Höhlen für die Jungenaufzucht, der muss sich schon ein bisschen mehr was einfallen lassen und muss nicht unbedingt zwingend längere Strecken zurücklegen, kann aber. Wir wissen ja nicht, wo so ein Wolf jetzt herkommt. Der könnte also jetzt aus dem Oldenburg nächstgelegensten Rudel stammen und danach mit 2-3 Jahren beim endgültigen Vertreiben aus dem Heimatrudel, was bei männlichen Tieren normalerweise so mit 2 Jahren spätestens der Fall ist, bei Weiblein dann eher erst, also kann es auch erst mit 3 passieren und kann auch gut sein, dass der Wolf schon eine Weile unterwegs ist und damit irgendwo zwischen 2 und 3 einzuordnen ist. Das ist also ein völlig ausgewachsenes Tier auf dem Höhepunkt seiner Kraft. Das heißt, der ist auch nicht klein oder sonst irgendwie, aber eben noch ein bisschen unerfahren, auch nicht völlig. Ja? Ausgewachsen, mehr oder weniger, fast so groß wie, also zumindest für unseren ersten Blick, für uns schwer zu erkennen, fast so groß wie ältere Wölfe, sind die auch schon mit einem Jahr. Da werden sie allerdings noch in ihrem Heimatrudel zumindest anteilig leben und sind dann gerne mal auffällig, dass sie dem Menschen nahe kommen, um eben rauszufinden, was ist das eigentlich, dieser Mensch. Gerne mal bei einzelnen Menschen auf Feldern, Menschen auf Traktoren, auch da gibt es jede Menge Bildmaterial oder tatsächlich dann hin und wieder auch mal von einem Spaziergänger entsprechend gesehen worden und sich eben aber auch nicht vertreiben ließen. Da gibt es halt auch wieder ganz viele Fälle, wo dann diese in der Frühzeit der Wolfgeschichte in Deutschland, also der neuen Wolfsgeschichte. Es gab ja schon mal eine Wolfsgeschichte vor 150 Jahren, aber ungefähr der neueren. Und da gab es immer mehr Zweifel eben an dieser Aussage, dass der Wolf besonders scheu sei und den Menschen normalerweise meiden würde. Wie gesagt, diese Aussage ist richtig, es heißt ja auch normalerweise. Das ist ja auch kein normaler Wolf und auch nicht der, den wir jetzt da in der Stadt haben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich noch nie gesehen habe, dass ein Wolf derart ohne jede Reaktion uns quasi wie Laternenmastel behandelt und wir für ihn scheinbar wirklich nur irgend so ein anderes Tier entlang des Weges sind, das 100% neutral ist. Dass es sowas ist wie in der natürlichen Heimat des Wolfes ist fast alles andere Futter, außer zum Beispiel ein Bär. Ja, Bären und Wölfe nehmen sich zur Kenntnis, gehen sich meistens plus minus aus dem Weg. Es kommt aber eben auch mal vor, dass man sich gegenseitig das Futter klaut. Da hatte ich neulich erst diverses Zeug zu erzählt. Aber die nehmen sich so ein bisschen als gleichberechtigt wahr. Auf keinen Fall sind sie jeweils die Beute des anderen und sind so gleichberechtigte Partner ungefähr im Lebensraum. Ja? Es gibt gar nicht so viele Tiere, auf die das zutrifft. Fast alles, was bei uns in der Natur so rumspringt, ist potenziell Beute für den Wolf, der Fuchs. Wenn er sie kriegen kann, schnappt er sich auch mal eine Krähe oder sonstigen Vogel. Rehe sowieso, Wildschweine. Ne? Also jedes andere große Säugetier ist potenzielle Wolfsbeute. Es sei denn, wir hätten noch jetzt Wisente rumspringen und solche Späße. Die wären wahrscheinlich auch als eher neutral anzusehen, weil an einem Wisent, ein gesunder Wolf, wäre nicht so bescheuert, wenn er noch irgendwelche andere Möglichkeiten sieht, sich Nahrung zu verschaffen, als so ein großes Tier anzugreifen. Ja? Und üblicherweise
ist es in allen Ökosystemen, in denen es Wölfe gibt und uns auch uns, weil uns gibt es sowieso überall, halt eben so, dass ein Wolf, der einem Menschen so nahe kommt, sofort geschossen werden würde. Ja, da würde man sofort ein Team losschicken und Jäger engagieren und sofort gucken, dass der entnommen wird, weil der ein derart abnormales Verhalten an den Tag legt, dass keiner weiß, wie sehr der sich noch an uns gewöhnt, in Anführungszeichen, und wie gefährlich die Situation dann werden wird. Noch mehr Warnsignal, bevor er wirklich anfängt, jemanden anzugreifen, bekommt man nicht. Das ist also die maximale Eskalationsstufe vor tatsächlich einem Angriff. Ja? Oder einer Drohgebärde, ehrlich gesagt. Das gäbe es jetzt auch noch, dass der Wolf plötzlich anfängt, Leute anzuknurren, dann nicht angreift und das Weite sucht. Ja, das könnte man vielleicht auch noch irgendwo mit einkalkulieren. Aber der Abstand, in dem der da am Handy vorbeiläuft, das wir uns nämlich auch klar machen müssen, der könnte völlig ungezwungen und ohne jede Beeinträchtigung auch auf der linken Straßenseite vorbeilaufen. Er läuft aber auf der rechten Straßenseite vorbei. Er läuft also aktiv, absichtlich, und da darf man sich jetzt schon fragen. Und da kann ich jetzt jeden verstehen, der möglicherweise eben in eine ähnliche Situation kommt, dass er sich dann schon fragt, will der meine Tochter abchecken? Ha? Das ist jetzt wirklich menschlich nachvollziehbar, wer sowas denkt. Das ist wirklich, wirklich menschlich nachvollziehbar. Welche Intention da dahinter steckt, das können wir nur spekulieren. Das wissen wir nicht, das werden wir auch nie erfahren. Aber das ist auf keinen Fall normal, dass er einen derartig überhaupt nicht mehr vorhandenen Sicherheitsabstand einhält. Ich hatte mal auch ein Video gemacht, wo ich einen Kommentar dazu abgegeben habe, als ein Wolf 20 Meter an einen Traktor rangekommen ist. Oder 20 Meter an ein Auto, wo Leute ausgestiegen waren und so weiter. Und 20 Meter, das war damals schon krass, ja, dass er wirklich sich auf 20 Meter nähert. So, und jetzt, das waren 4, 3, ne? Irgend sowas um den Dreh. Schwer zu sagen, aber krasser Scheiß. Also ganz ehrlich, das ist nicht normal. So, und wenn man sich jetzt wirklich da den Wolfsberater gibt, der zu dieser Situation sagt, oder zumindest wurde das in den Medien so berichtet, dass da niemand jemals in Gefahr gewesen sei, da geht mir der Hut hoch. Natürlich! Ja, also wie nah ran an Gefahr darf es denn noch kommen? Also da hört es dann wirklich bei mir auf, ja, bei aller Liebe zum Wolf, und das ist ein großartiges Tier. Und ich will unbedingt, dass es Wölfe in Deutschland gibt, ja, also ich bin ja wirklich definitiv der Meinung, dass es Möglichkeiten geben muss, um dieses Projekt Wolf in Deutschland irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Nicht unreguliert, ne? Das ist ja nämlich der springende Punkt. Nichts hätte den Wolf davon abgehalten, gar nichts, da tatsächlich jemanden anzugreifen. Nix. Ja, es gibt keinerlei Grund, weshalb er das nicht hat tun sollen. Nur weil er einfach ein gutes Tier ist, weil er ein freundlicher Kerl ist und so weiter und so fort. Wir müssen ganz vorsichtig sein bei Wildtieren, dass wir die bloß nicht vermenschlichen. Das ist ja der Grund, das Grund allen Übels. Und wenn man jetzt dem Wolf da irgendwie Mitleid mit dem armen Wolf hat, dem man helfen muss. Ich meine nichts gegen das Kind. Ja? Das ist ja alles völlig nachvollziehbar, wie die reagiert und dass die sowas sagt. Überhaupt total, völlig in Ordnung. Ja? Also da möchte ich mich keinster Weise irgendwie jetzt behaupten, das Kind sei nicht schlau oder sowas in der Richtung. Ne? Kind hat auch ganz hervorragend, Tochter hat wunderbar reagiert, alles super. Aber man muss ihr jetzt auch wirklich nicht unbedingt recht geben. Vater hat es im ersten Moment ja auch nicht getan. Nein, das ist wirklich, wirklich nicht cool. Am helllichten Tag, nee. Ja, der bisherige Status, ich habe das eben schon versucht anzudeuten, aber es ist gar nicht so einfach, hier jetzt einen roten Faden hinzukriegen. Der bisherige Status von Wolf, der durch Siedlungen läuft, war nachts. Dann kamen einzelne Fälle, wo Wolf durch Siedlungen läuft, aber Abstand zum Menschen hält. Und dann war der quasi der Schluss der Wissenschaft zu Verhalten von Wolf in Deutschland. Wolf meidet Mensch. Wolf meidet, das habe ich gerade neulich mal wieder irgendwo erzählt, dass das gerade so der aktuelle Stand der Wissenschaft ist. Wolf meidet zwar Mensch, Wolf meidet aber nicht menschliche Struktur, weil der hat ja keine andere Möglichkeit, als hin und wieder mal über was von uns Gebautem drüber zu müssen. Über eine Straße, gegebenenfalls mal durch ein Dorf. Es gibt Situationen in Deutschland, wenn du von A nach B willst, musst
musst du mal ein kleines Stück durch ein Dorf, dann geht das einfach nicht anders. Bisher war es so, dass die Wölfe ihre Wanderungen auch geschafft haben, ohne viel durch Dörfer zu müssen. Teilweise auch ohne komplett, gänzlich nicht durch Dörfer und es auch irgendwie hinbekommen haben. Dass es jetzt aber zunehmend immer mehr Wolfssichtungen in Dörfern gibt, das liegt natürlich A, daran, dass es einfach mehr Wölfe gibt und B, dass es immer mehr Wölfe gibt, die offensichtlich feststellen, da von uns keinerlei Gefahr ausgeht für sie. Und sie in ihrem Leben und auch von ihren Eltern nie irgendwas Gegenteiliges lernen, außer, ja Mensch, ne, der ist halt auch einfach nur da. Der ist jetzt zwar nicht direkt Futter, aber gefährlich ist der auch nicht. Und dann muss man wirklich davon ausgehen, dass es dann nur eine Frage der Zeit ist. Oder zumindest besteht da ein ernstzunehmendes Risiko, dass es mal so kommt, bis sie irgendwann dann doch lernen, ja, Mensch, tut nichts, ist harmlos, steht da rum, schmeckt auch gut. Es gibt ja kein Gesetz, das verbietet, dass ein Wolf irgendwann mal zu diesem Klugschluss, zu diesem Schluss kommt. Ja? Und das wäre ja sogar logisch. Rein logisch gesehen, er lebt hier in einem Land, in dem ihm überhaupt keine Gefahr von uns droht, weil wir ihm bis auf in ganz wenigen Ausnahmefällen nie nachstellen. Ne? Da gibt es noch so die illegalen Situationen, in denen nachgestellt wird. Und es gibt die ganz wenigen behördlich genehmigten Abschüsse, in denen ihm nachgestellt wird. Und davon mal abgesehen, darf der hier lustig sein und machen, was er möchte und sich uns so sehr nähern, wie er lustig ist. Und im ersten Moment können wir da nichts tun gegen. Und wir geben ihm auch durch keinerlei Verhalten unsererseits zu verstehen, dass wir das nicht möchten. So gesehen können wir uns dann wirklich nicht beklagen, wenn das tut. Aber das ist gefährlich. Punkt. Es ist ja nicht super gewesen, diese Idee mit den verhaltensauffälligen Tieren, die man dann entnimmt und so weiter und so fort. Das ist mehr so ein Bekämpfen der Symptome und weniger ein Beseitigen der Ursache, dass es überhaupt verhaltensauffällige Tiere gibt. Aber da herrscht ziemlicher Konsens im Wildtiermanagement weltweit, dass so ein Tier wirklich extrem verhaltensauffällig ist, potenziell sehr gefährlich sein könnte. Man spricht auch von habitualisierten Tieren, die eben die Scheu zum Menschen verlieren, die kein Problem damit haben, sich Menschen zu nähern. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis so ein Tier dann eben auch mal beschließt, so jetzt gib mir Futter, du gibst mir kein Futter, dann beiß ich dich. Und dann im nächsten Schritt vielleicht auch, ja dann esse ich halt dich. Irgendwie so in dem Stil. Ich meine, dass der Wolf toll ist, ja. Dass die Reaktion vom Mädchen toll ist, ja. Das Video ist auch irgendwo lustig, ja. Verstehe ich ja alles. Ich will mich auch gar nicht beklagen über das, was jetzt Otto Normalverbraucher da drunter schreibt oder unter sowas. Oder auch bei anderen der 7000 Kopien von dem Video, die von jeder Nachrichtenagentur und von diversen Privatleuten geklaut und was weiß ich was im Netz unterwegs sind. Ja, das ist ja alles vollkommen in Ordnung, wenn das Privatpersonen so ein Zeug drunter schreiben. Und klar darf jeder eine Meinung zum Wolf haben. Möglicherweise haben auch ein paar Leute eine Meinung geschrieben, die eben nicht besonders gut reflektiert ist. Alles in Ordnung, ja. Aber dass auch eben ein Wolfsberater behauptet, da sei zu keiner Zeit irgendwer jemals in Gefahr gewesen. Da fragt man sich dann doch, was zum Geier musst du eigentlich tun, um Wolfsberater zu sein? Ich werde mich mit der Frage mal noch mal ein bisschen intensiver auseinandersetzen, um mal rauszufinden, ob Wolfsberater sein in irgendeiner Form tatsächlich eine notwendige Qualifikation mit sich bringt, zu wissen, was man da eigentlich erzählt. Weil das kann es auf jeden Fall wirklich nicht sein. Bei aller Liebe zum Tier, das ist gefährlich. Tatsächlich gibt es da bei der Frage nach den Wolfsberatern auch Unterschiede wie immer, je nach Bundesland. In Brandenburg beispielsweise muss man tatsächlich zum Beispiel einen Bachelor in Biologie oder einer ähnlichen Fachrichtung haben, die zu vermuten lässt, dass man sich dann entsprechend zumindest so grob mit Wildtieren auskennt und man muss auch noch weitere Qualifikationen eben insbesondere im Bereich Wissen um den Wolf nachweisen, um in Brandenburg Wolfsberater oder Wolfsbeauftragter oder wie die jetzt jeweils heißen, in den jeweiligen Bundesländern zu werden. Ich habe in Niedersachsen, und da sind wir ja beim aktuellen Fall, nichts dergleichen gefunden, dass es da irgendeine formale Anforderung gäbe. Da gibt es stattdessen wohl eine Ausbildung und eine Schulung, die die Leute, die sich zum Wolfsberater bewerben, durchlaufen. Ich sage jetzt nicht, dass die schlecht ist, aber ja,
In vielen Fällen führt das mit Sicherheit dazu, dass da qualifizierte Leute dann bei rumkommen, die sich danach mit dem Wolf auch wirklich sehr gut auskennen, dass sich da auch nur Leute bewerben, die sich vorher wahrscheinlich schon sehr gut mit dem Wolf ausgekannt haben. Und wie gesagt, in vielen Fällen ist das sicherlich ausreichend und ich möchte da im System selber jetzt auch nicht zu viel rumnörgeln, aber ich denke, es lässt auch einen gewissen Spielraum, dass da möglicherweise auch mal jemand durchschlüpft, der eine etwas romantisierte Vorstellung von den Wildtierwissenschaften hat. Kann sein. Na? Will wirklich nichts unterstellen. So, ja, mehr fällt mir da auch schon gar nicht zu ein. Wenn ihr da Fragen habt, dann können wir das nochmal vielleicht dann in der Diskussionsrunde diskutieren. Das kommt darauf an, wie viele Fragen ihr diesbezüglich habt. Aber vielleicht jetzt für die 100% Wolfsfreunde. Ja, für die Leute, die sagen, der Wolf ist ein ganz so wunderbares Tier und der muss hier unbedingt bei uns bleiben. Ich bin ja ganz genau eurer Meinung. Ich sage ja auch, der muss unbedingt bei uns bleiben. Wir müssen ja auch unbedingt irgendwas tun, damit das funktioniert, das Projekt. Aber das Projekt kann nur funktionieren, wenn eben niemand und vor allen Dingen keine Leute, Nutztiere schon schlimm genug, beim Wolf zu Schaden kommen. Und ganz wichtig, der Wolf muss da nicht durch die Siedlung laufen, weil wir ihm seinen Lebensraum verbaut haben und weil er gar keine andere Wahl hat, sondern der muss da durch die Siedlung laufen, weil er da durch die Siedlung laufen möchte. Der kann außenrum. Wölfe sind hochintelligente Tiere. Ich kann ja verstehen, wenn ein Wolf, der im Ruhrpott unterwegs ist, durch Siedlungen durchlaufen muss, weil er sonst nicht von A nach B kommt. Aber wenn wir uns hier mal die Karte angucken, in der Mitte ungefähr Lohne, Vechta, ich weiß nicht genau, in welchem Ort er aufgetaucht ist, da gibt es widersprüchliche Aussagen, aber um beide Städte kann man wunderbar drumherum laufen, insbesondere wenn man als Wolf die Option hat, viele, viele Kilometer pro Nacht zurückzulegen. Die Notwendigkeit, hier durch so eine Siedlung zu laufen, besteht wahrscheinlich in ganz Niedersachsen nicht, es sei denn, es ist vielleicht Hamburg und selbst da lässt sich drum rumlaufen und Hamburg ist außerdem ja nicht mehr Niedersachsen. Nicht, dass ich jetzt die Hamburger ärgere. Also nee, es gibt keinen logisch nachvollziehbaren, unmittelbaren Grund, weshalb der unbedingt da reinlaufen musste. Und die sind normalerweise eben auch in der Lage, von A nach B zu kommen, durch komplett Europa zu wandern, wenn es sein muss, ohne eben in so eine Situation zu gelangen, zu geraten und uns Menschen so nahe zu kommen. Das geht auch. Und dass der hier das offensichtlich nicht kann, weil er verwirrt ist. Da kann man jetzt Mitleid mit ihm haben oder man kann eben feststellen, oh, das ist aber saugefährlich, wenn das auch so kommen kann. Ja, und gerade bei diesem sehr sympathischen Mädchen, da hätte ich massive Schwierigkeiten, wenn das wirklich schief gegangen wäre. Und der muss nicht durch die Stadt. Der hat Ausweichmöglichkeiten. Der weiß auch, dass da eine Stadt ist. Und wenn es jetzt darum geht, der Wolf hat furchtbar Angst und will da einfach nur noch raus und zurück in den Wald. Nee, weil er hat den Wald freiwillig verlassen. Er ist freiwillig in diese Stadt reingelaufen. Das hat er gesehen, dass der da in eine Stadt reinläuft. Wenn der wirklich Angst vor Städten hätte, dann wäre der da nicht reingelaufen. Wölfe sind keine Idioten normalerweise. Es mag einzelne Individuen geben, die welche sind und die sind dann eben gefährlich, so wie zum Beispiel jetzt dieses Exemplar, auch wenn er noch so schön ausschaut. Wir haben genügend Wilddichte in all unseren Wäldern, auch in Niedersachsen ist das der Fall, auch bei Oldenburg sollte es möglich sein, in den zwar kleinen Waldstücken der Umgebung, aber da doch dann genügend Nahrung zu finden als Wolf. Und ich kenne Niedersachsen zumindest so gut und auch die Ecke um Oldenburg, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ein großflächiges Umlaufen von Siedlungsgebieten über Felder fast nahezu überall möglich ist. Und das ist ja jetzt nicht so, dass der hier gerade irgendwie durch München läuft oder durch irgendeine riesige Stadt, wo es wirklich gar keine andere Möglichkeit gibt, wenn man auf die andere Seite möchte, als irgendwo durch die Stadt durchzumüssen, wo es ein furchtbar dicht besiedeltes Gebiet ist. Das ist da ja nicht der Fall. Ja, also da hört es dann, das verstehe ich auch wirklich nicht, wie man da unbedingt versuchen muss, jetzt um Verständnis für den Wolf zu bitten, dass das ja nur so sein kann. Wir dürfen Tiere auf keinen Fall vermenschlichen. Das ist grundfalsch. Niemals Tiere vermenschlichen. Wir können Tiere so toll finden, wie wir wollen, aber es sind keine Menschen. Das ist auch verdammt nochmal gut so. Und zweitens,
ist das ein grundsätzliches Problem, das wir immer bei solchen Wilddiskussionen haben. Das arme Tier hat Angst, es sieht traurig aus und sonst irgendwie. Unsere Empathie, die ist gedacht für andere Menschen. Wir sind in der Lage, eben mit Empathie festzustellen, was andere Menschen, Artgenossen, so denken, so fühlen und so weiter und so fort. Warum können wir das? Weil uns das einen gewissen evolutionären Vorteil verschafft, insbesondere bei einem so kommunikationsintensiven Tier, wie wir eben entsprechend sind. Aber was wir so über Kommunikation wissen mit unseresgleichen, lässt sich naturgemäß eben überhaupt nicht auf einen Wolf übertragen. Ein Wolf, dessen Kommunikation lässt sich auch nur sehr begrenzt auf einen Hund übertragen. Das geht zwar in gewissen Teilen, ja, aber das ist eine hochgradig komplizierte und schwierige Angelegenheit. Und also nochmal, was auch noch oft zu hören ist, das ist mir noch ein kleiner Exkurs wert, dass der Wolf besonders gestresst wirkt und Angst hat. Angst lässt sich relativ einfach verneinen, also keines der möglichen Körpersignale, die dieser Wolf da abgibt, die wir in der Lage sind festzustellen. Das bedeutet nicht zwingend, dass keins da ist, aber es gibt einfach keinerlei Möglichkeit, aus diesem Video was anderes abzulesen. Keines dieser Signale, die der Wolf da praktiziert, spricht dafür, dass er Angst hätte. Das Sichtbarste wäre noch ein eingezogener Schwanz, der hängt aber runter in ganz normaler Standardhaltung, ohne irgendwas Besonderes auszusagen, befindet sich in der normalen Haltung für einen Schwanz eines Wolfes, der gerade durch die Gegend läuft, weil er irgendwo hin möchte. Also da ist keinster Weise irgendwas erkennbar. Ob er gestresst ist, das kann man vermuten aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit, mit der er unterwegs ist. Wenn man das als Indiz nehmen möchte, dass ihm die Zunge aus dem Maul hängt, liegt einfach daran, dass er nicht schwitzen kann und ihm dann irgendwann wahrscheinlich mal warm wird, wenn er mit dem Tempo unterwegs ist. Das heißt, es ist keinerlei kommunikatorische Bewandtnis, soweit wir das beurteilen können, nach der aktuellen Forschung und soweit ich das nach der aktuellen Forschung beurteilen kann. Aber eine erhöhte Geschwindigkeit spricht wahrscheinlich dafür, dass er sich nicht 100% wohlfühlt in der Stadt. Das ist ja auch verflucht noch mal gut so. Und dass er da auch irgendwann und wahrscheinlich auch relativ demnächst wieder raus möchte. Aber trotzdem ist er halt erstmal reingelaufen. Ne? Also Stress, ja, das darf man sicherlich so sehen. Angst, nö, dafür gibt es keine Anzeichen. Man kann dieses Video als tolles Video würdigen und gleichzeitig feststellen, dass das eine gefährliche Situation war, die aber dieser Vater ganz hervorragend gemeistert hat. Und ich denke, das ist ein würdiges Schlusswort. Ich sag's jetzt nicht nochmal. Macht's gut, Dankeschön und fürs Zuhören und. Mich würde wirklich interessieren, was ihr dazu jetzt so meint. Ihr also als meine Community, nicht als Feld, Wald und Wiesen Zuschauer. Tschüss.